Ein Auto braucht einen bestimmten Bremsweg, bis es stillsteht. Ich möchte hier aber nicht einfach diesen Bremsweg berechnen, sondern einmal das Bremsen physikalisch erklären. Dazu zeichne ich mal das Auto und wähle die positive X-Richtung längs der Fahrtrichtung. Dann kann ich behaupten, dass das fahrende Auto einen bestimmten Impulsinhalt hat. Das heißt, dieser Impuls ermöglicht überhaupt, dass das Auto fährt. Sobald das Auto oder der Autofahrer zu bremsen beginnt, fließt der Impuls an die Straße ab. Das heißt, durch alle vier Räder geht Impuls aus dem Auto an die Erde weg. Natürlich geht auch ein kleiner Impulsstrom vom Auto an die Luft weg, das nennt man dann den Luftwiderstand. Nun, diese Darstellung ist etwas ungewöhnlich, sie ist auch neu. Ich möchte jetzt zusätzlich noch die klassische Darstellung geben. In der klassischen Darstellung macht man ein Schnittbild, das heißt, man zeichnet das Auto frei und erst dann beginnt man mit Kräfte einzeichnen. Die zentrale Kraft ist die Gewichtskraft. Die würde dafür sorgen, dass sich das Auto nach unten in Bewegung setzt. Der Gewichtskraft wirken die Normalkräfte auf alle vier Räder entgegen und verbunden mit dieser Normalkraft ist dann eine Hafttreibungskraft, die je nach Fahrzustand in eine andere Richtung weist. Wenn wir jetzt hier voll bremsen mit ABS, dann ist die Hafttreibungskraft nach hinten gerichtet und maximal. Der Luftwiderstand, das ist dann die Kraft, die von der Druckverteilung über der Autooberfläche herrührt und die symbolisieren wir einfach mit einem Pfeil. Und jetzt können wir den Zusammenhang zwischen Impuls, Strom und Kraft gut erklären. Überall dort, wo ein Impulsstrom abfließt, markieren wir dies mit einem negativ gerichteten Kraftpfeil. Negativ bedeutet eben gegen die X-Richtung. Das wären also hier die Hafttreibungskräfte an den Rädern und das wäre auch der Luftwiderstand. Das heißt, der Luftwiderstand fasst eigentlich die Stärke des abfließenden Impulsstromes zusammen. Die vertikal gerichteten Kräfte, die gehören nicht zu dieser Impulskomponente und sind folglich im Impulsstrombild nicht dargestellt. Die Systemphysik liefert jetzt noch ein drittes Bild, nämlich das Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild erscheint ein Körper als zylinderförmiger Topf. Der Impuls selber ist eine Flüssigkeit, daher der Name, und die Erde erscheint als riesiger See, der beliebig viel Impuls aufnehmen kann oder abgeben kann, ohne dass sich der Pegelstand dieses Sees ändert. Die Geschwindigkeit ist dann die Füllhöhe, eben bezogen auf die Erde. Dann wäre dann der Impulsinhalt einfach Grundfläche mal Höhe. Und wenn jetzt ein Impulsstrom abfließt, dann können wir das symbolisieren durch einen Abfluss von Flüssigkeit. Also der eine Strom hier ist die Trockenreibung. Das ist das, was durch die Räder an die Erde weggeht, und der andere Pfeil steht für den Luftwiderstand. Das ist der Impuls, der zuerst an die Luft weggeht und dann von dort her mit der Zeit an die Erde. Das Flüssigkeitsbild unterscheidet sich von den beiden anderen Bildern daher, dass es keine Geometrie enthält. Dafür enthält es aber die ganze Impulsdynamik und auch die Energetik. Ich möchte das hier ganz kurz erklären. Also wir können jetzt jedem Impulsstrom einen Energiestrom zuordnen, indem wir den Impulsstrom oder die Stärke des Impulsstromes mit der Geschwindigkeit multiplizieren. Das heißt, der Energiestrom erscheint dann hier wie eine Art potenzielle Energie, die mit dem Impulsstrom mitgeht. Zwischen Räder, das heißt beim Haften ist das natürlich nicht der Fall, sondern nur beim Gleiten würde die Energie zwischen den Rädern und der Straße freigesetzt. Hier wird die Energie, die vom Auto weggeht, irgendwo in den Bremssystemen dissipiert. Das heißt, beim Bremsen haben wir eine doch interessante Situation.
dass der Impuls durch die Räder an die Erde abfließt, aber die Energie im System, das heißt dort, wo die Bremse wirkt, dissipiert wird. Wir sprechen dann von einer Prozessleistung. Eine Prozessleistung liegt immer dann vor, wenn eine mengenartige Größe ein Potenzial hinunterfällt. Also hier fließt der Impuls über eine Geschwindigkeitsdifferenz und setzt dort eine Leistung frei. Das heißt, im Gegensatz zum Impulsstrombild, wo man zeichnet, wie der Impuls wo durchgeht, oder dem Schnittbild, wo man nur an der Oberfläche des Körpers die Impulsstromstärken durch Kraftpfeile symbolisiert, enthält das Flüssigkeitsbild eben noch diese ganze Energiegeschichte. Also wenn ein Impulsstrom weiter oben fließt, trägt er auch mehr Energie. Wenn ein Impulsstrom weiter unten fließt, also auf tiefer Geschwindigkeit, trägt er weniger Energie. Wenn ein Impulsstrom über ein Geschwindigkeitsgefälle fließt, dann setzt der Impulsstrom Energie frei. In dem Sinn ist das Flüssigkeitsbild komplementär zum Kraft- oder auch zum Impulsstrombild. Wichtig ist einfach, dass man alle drei Bilder benutzt und die Geschichte auch wirklich versteht. Dann hat man mehr begriffen, als wenn man ein paar schnöde Formeln aufschreibt. Der Impulsinhalt ist, wie gesagt, Grundfläche mal Höhe, also Masse mal Geschwindigkeit. Und jetzt können wir sogar die kinetische Energie in diesem Bild erkennen. Die kinetische Energie ist einfach die Energie, die vorher dem Auto zugeführt worden ist, als man ihm den Impuls zugeführt hat. Also wenn man jetzt sich vorstellt, dieser Impuls sei wirklich eine Flüssigkeit und sich fragt, wie viel Energie muss ich aufwenden, um diese Flüssigkeit auf eine bestimmte Höhe zu bringen, dann kann man sagen, Menge, also M mal V, Grundfläche mal Höhe, mal mittlere Pumphöhe, und das ist dann eben Impuls mal halbe Geschwindigkeit. Also halbe Geschwindigkeit am Schluss des Beschleunigungsprozesses, selbstverständlich. Zur Dynamik. Ich gehe jetzt zurück auf das Kraftbild, wie man das ja klassischerweise macht, führe ein Koordinatensystem ein und dann kann ich die Impulsbilanzen formulieren oder eben die Grundgesetze der Mechanik. In X-Richtung habe ich positiv keine Kraft, aber negativ habe ich den Luftwiderstand und die Hauptreibungskräfte, die ich jetzt hier zusammenfassen, zu einer einzigen Reibkraft. Das heißt, minusgerichtet der Luftwiderstand, minusgerichtet die Reibkraft, zusammen geben die Kräfte die Änderungsrate des Impulses. Das ist ja die Impulsbilanz, das heißt die Summe über alle Impulsströme, sprich Kräfte, gibt die Änderungsrate des Impulsinhaltes. Nun, der Impulsinhalt kann als Masse mal Geschwindigkeit geschrieben werden, deshalb ist die Änderungsrate des Impulsinhaltes Masse mal Änderungsrate der Geschwindigkeit, und das nennt man dann Beschleunigung und symbolisiert das mit einem A. In vertikaler Richtung haben wir zwar die Gewichtskraft, das ist ein volumenmäßiger Impulszufluss, und dieser Impuls fließt aber unmittelbar über die Räder weg, das ist dann die Normalkraft. Auch hier positiv gerichteter Pfeil, Impulszufluss, negativ gerichteter Pfeil, Impulsabfluss, aber diesmal der Komponente Y. Das ist ein zwangsweises Gleichgewicht, deshalb schreibe ich hier 0. Und jetzt kommen die zusätzlichen Gesetze. Das Reibgesetz sagt, die Reibkraft ist μ mal Fn. Das heißt, die Normalkraft und die Reibkraft sind eigentlich Komponenten der gleichen Kraft. Aber die beiden Komponenten hängen über einen Faktor zusammen, den man Reibzahl nennt und der eben nur von der Beschaffenheit des Materials abhängt. Die Gewichtskraft kann geschrieben werden als Masse mal Gravitationsfeldstärke, das ist ein Feldgesetz. Das heißt, die Gewichtskraft ist ja ein volumen- und feldmäßiger Impulsaustausch. Ich mache dann noch eine Näherung, ich sage, vergessen wir den Luftwiderstand, der ist im Moment des Bremsens, wenn man nicht allzu schnell ist, deutlich kleiner als die Reibung.
Dann kann ich mit Hilfe der Y-Gleichung sagen, die Normalkraft ist gleich der Gewichtskraft. Ich kann mit Hilfe des Reibgesetzes sagen, die Reibkraft ist μ mal Fn, also μ mal Fg, und Fg kann ich ersetzen durch m mal g. Das heißt, die Reibkraft ist μ mal Masse mal Gravitationsfeldstärke. Das setze ich hier ein, den Luftwiderstand vergesse ich und dann bekomme ich minus μ mal mg, das ist die Reibkraft ist gleich m mal a. Das ist übrigens die schwere Masse und das ist die träge Masse. Aber die sind identisch. Die kann man wegkürzen und bekommt eine ganz, ganz einfache Formel. Die Beschleunigung beim Bremsen ist minus. Das Vorzeichen heißt jetzt einfach minus bezogen auf dieses Koordinatensystem. Minus μ mal g, wobei μ, das ist die Gleitreibungs- oder eventuell die Hauptreibungszahl, so um 0,8 herum sind. Das heißt, die Beschleunigung beim Bremsen, beim vollen Bremsen, ist etwa 8 Meter pro Sekunde im Quadrat. Nun zur Kinematik. Ich zeichne hier das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm. Das ist das zentrale Diagramm in der Mechanik. Es zeigt ja die Füllhöhe in Funktion der Zeit, die Füllhöhe im Flüssigkeitsbild. Ich habe hier 10 Meter pro Sekunde, 20, 30, das entsprechend 36 km pro Stunde, 72 km pro Stunde und 108 km pro Stunde. Dann konstante Beschleunigung heißt, dass die Steigung im Geschwindigkeitszeitdiagramm konstant ist. Oder anders gesagt, wenn ich mit 10 Meter pro Sekunde fahre und mit 8 Meter pro Sekunde im Quadrat bremse, dann dauert es ein bisschen länger, also 1,25 Sekunden, bis das Auto stillsteht. Wenn ich doppelt so schnell komme, dann dauert es doppelt so lang. Wenn ich mit der dreifachen Geschwindigkeit komme, dann dauert es halt dreimal so lang. Die zurückgelegte Strecke ist jetzt die Fläche im Geschwindigkeitszeitdiagramm. Das heißt, wenn ich also mit 10 Meter pro Sekunde komme, dann habe ich hier 10 mal 1,25, dann weil es ein Dreieck ist durch 2, also 5 mal 1,25, das gibt etwa 6 Meter, ein bisschen mehr als 6 Meter. Das heißt, der Bremsweg beträgt 6 Meter. Wenn ich die Geschwindigkeit verdopple, dann vervierfacht sich die Fläche. Und wenn ich die Geschwindigkeit verdreifache, dann verneunfacht sich die Fläche, das heißt, der Bremsweg ist 9 mal länger. Das ist die entscheidende Aussage. Doppelte Geschwindigkeit heißt vierfacher Bremsweg, das heißt, der Bremsweg geht quadratisch mit der Anfangsgeschwindigkeit. Nun schreiben wir das noch einmal hin. Die Beschleunigung ist gleich minus μ, Gleitreibungszahl mal Gravitationsfeldstärke. Wenn man dann die Geschwindigkeit aufschreiben muss, dann gibt das eine einfache Gleichung, nämlich Anfangsgeschwindigkeit, also 10, 20, 30 Meter pro Sekunde, plus die Geschwindigkeitsänderung, und das ist eben Beschleunigung mal die geflossene Zeit. Hier ist die Beschleunigung dann halt negativ. Nun, die zurückgelegte Strecke ist dann Anfangsgeschwindigkeit mal Zeit, also wenn sich die Geschwindigkeit nicht ändern würden. Und dann muss ich im VT-Diagramm noch ein Dreieck dazu oder abzählen, und das ist dann, wie man leicht überlegen kann, die Beschleunigung mal die Zeit im Quadrat durch 2. Diese Formeln gelten nur bis zum Stillstand, dann hört nämlich die Beschleunigung auf und die Geschwindigkeit ist 0 und der Ort bleibt dann so, wie er ist. Wenn man jetzt nach der Bremszeit fragt, dann muss man einfach diese Gleichung hier auf 0 setzen, dann steht ja das Auto still. Wir haben also Anfangsgeschwindigkeit plus Beschleunigung mal Bremszeit. Bremszeit kann man ausrechnen, indem man minus die Geschwindigkeit nimmt und dann durch die Beschleunigung dividiert, aber die ist minus μ mal g, also gibt es eine Bremszeit von Anfangsgeschwindigkeit durch μ mal g. Wie gesagt, das ist etwa 8 und so kann man hier die Bremszeit sofort berechnen. Nun, der Bremsweg, wenn man diese Formel hier nimmt, ist das eine Rechtecksfläche minus eine Dreiecksfläche. Aber wenn man dann bis zum Stillstand rechnet, hat man also eine Rechteckfläche minus eine Dreieckfläche, gibt eben immer noch eine
Dreieckfläche. Das heißt, man bekommt eine einfache Formel, nämlich den Betrag dieses Dreiecks, weil die Beschleunigung negativ ist, nehme ich hier den Betrag. Und dann kann ich die Bremszeit ersetzen durch diese Formel und bekomme Geschwindigkeit im Quadrat dividiert durch 2 mal den Betrag der Beschleunigung, also 2 mal μ mal g. Also der Bremsweg ist bei 10 Meter pro Sekunde hier 100 durch etwa 16, das gibt etwa die 6 Meter, die ich schon erwähnt habe. Wenn man mit 30 Meter pro Sekunde kommt, also mit 108 Kilometer pro Stunde, dann hat man 9 mal mehr, 9 mal 6 ist etwa 54 Meter. Also man hat bei 100 Kilometer pro Stunde schon etwa 50 Meter Bremsweg. Ich möchte jetzt die ganze Geschichte noch einmal von der Energie her erzählen. Hier noch einmal das Flüssigkeitsbild. Wir haben also einen Impulsinhalt von Masse mal Geschwindigkeit. Wir haben eine kinetische Energie von Impuls mal halbe Geschwindigkeit. Da fließt Impuls weg und setzt dabei eine Prozessleistung frei. Nun, die kinetische Energie ist, wie gesagt, Impuls mal halbe mittlere Pumphöhe. Wenn man Impulse setzt durch Masse mal Geschwindigkeit, bekommt man Masse halbe mal Geschwindigkeit im Quadrat. Das ist ja eine bestens bekannte Formel. Die Reibleistung, das heißt der Energieumsatz, oder eben hier diese Prozessleistung, ist Impulsstromstärke mal Fallhöhe oder eben von der Kraft her argumentiert Größe der Kraft mal Geschwindigkeit, und die Kraft ist, wie gesagt, μ mal m mal g mal Geschwindigkeit. Nun, diese Formel besagt, dass zwar der Impulsstrom konstant ist, das heißt, die Kraft und die Beschleunigung sind konstant, aber die Leistung nimmt ab. Das heißt, es wird immer weniger Energie umgesetzt. Das ist im Flüssigkeitsbild unmittelbar erkennbar. Je weniger hoch der Impuls runterfließt, desto weniger Energie setzt er im Sinne einer Prozessleistung frei. Nun, die Reibarbeit ist hier ganz einfach zu rechnen. Man muss ja nur die Reibleistung, bei der Reibleistung muss man die Geschwindigkeit über die Zeit aufsummieren, also nicht einfach nur multiplizieren, sondern aufsummieren oder integrieren, wie man in der Mathematik sagt. Die Kraft bleibt davon unberührt, weil die ist ja konstant. Also bekommen wir für die Reibarbeit eine ganz einfache Formel, nämlich Kraft mal Bremsweg. Für die Kraft setzen wir wieder μ mal m mal g ein und den Bremsweg. Und jetzt können wir die Reibarbeit, das ist die dissipierte Energie mit dem Inhalt der Energie vorher, nämlich der kinetischen Energie, vergleichen und gleichsetzen. Also Reibarbeit gleich kinetische Energie am Anfang. Dann die beiden Beziehungen einsetzen, die Masse hebt sich wieder weg. Und wir bekommen für den Bremsweg die gleiche Formel wie vorher. Das heißt, in der Mechanik kann man immer über Dynamik, Kinematik gehen oder man kann über die Energetik gehen. Aber was hier neu dazu kommt, ist eben das Flüssigkeitsbild als erklärendes Bild, wo man sich diese Prozesse wirklich vorstellen kann.